Hallo Freunde, willkommen auf Super Skull Gaming. Ich bin Iron und dieses Mal das Level sauber machen. Das ist eine Zweitaufnahme, da leider die erste Aufnahme kaputt gegangen ist. Hat aber auch einen Vorteil, denn in der ersten Aufnahme habe ich einen der Geheimnischips nicht bekommen. Den werde ich natürlich dieses Mal mitnehmen. Oh ja. Und ich bin die Bank. Gut, also das wäre dann geklärt. Ich muss nur noch mal kurz nachschauen. Gut, da hinten war kein Geheimnischip. Genau, das war ein anderes Level, in dem da hinten einer liegt. Ich habe einen Raketenwerfer. Das ist zwar toll, aber ich nehme erstmal die Spook. Die bringt mir jetzt gerade ein bisschen mehr. Ich habe nämlich bisher... Also ich werde diesen Level erstmal nur Grunzer als Gegner haben. Diesen kleinen und schmeißen mit Granaten. Okay, dann ist noch einer. Ja! Yeah! Okay, da sind noch welche. Ich hoffe, dass die dieses Mal auch nicht so viel mit Granaten schmeißen. Im letzten Mal bin ich dabei fast draufgegangen. Zum Glück noch fast. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Da hinten ist noch einer. Okay. Der Sektor ist sicher. Gehen wir weiter. Ich entscheide, wann der Sektor sicher ist. Und das bedeutet, dass ich jetzt erstmal einen Geheimnischip hole. So, da haben wir Geheimnischip Nummer 1 aus diesem Level. Und wow, ist hier hinten viel Energie. Ja, auch ich weiß nicht mehr alles. Dann gehen wir doch mal weiter. Weil hier gibt es uns gerade keine Geheimnischips mehr. Was zum Teufel? Ich dachte, der Sektor wäre sicher. Auf niemanden kann man sich mehr verlassen, ne? Wenn man will, dass was gemacht wird, muss man es selber machen. Die Steuerung ist verdammt leicht, deswegen ist es auch schwer, diese Dinger immer zu treffen. Aber... Oh. Oh, das wollt ihr spielen? Dann fangt mal das hier, ne? Wer mit dem Feuer spielt, sollte auch bereit sein, sich zu verbrennen. Schraubnaht an Kommandozentrale. Wir brauchen hier draußen pronto einen X-Pack. Der Tunnel von Sektor 4 ist versperrt. Wir haben da gerade eben schon die Musik von Schmier und Mr. Westentasche gehört. Das heißt natürlich, dass die unten gleich sein werden. Und da oben gibt es... Die beste Granate aller Zeiten. Nicht die Sprengladungen, aber den Cleaner. Der Cleaner visiert bis zu 3 Feinde gleichzeitig an und verschießt auf Befehl mächtige Lenkraketen. Ich garantiere euch, in keinem Spiel habt ihr mal eine bessere Granate hier gesehen. Dieses X-Pack sprengt den Weg frei. Ja, wow, danke. Dann machen wir das mal kurz. Das X-Pack kommt hier unten ran und jetzt sollten wir uns nicht verpissen, sonst gehen wir drauf. Leute, ihr würdet da auch drauf gehen. Kommt mal weg hier. In diesem Spiel gibt es übrigens Friendly Fire, das heißt, ich kann die Droiden zerstören, die Droiden können mich zerstören und Mädels können sich auch gegenseitig zerstören. Also alles kann sich gegenseitig zerstören im Grunde. So, gehen wir mal shoppen. Wir haben 144 von den Unterlegscheiben, da denke ich mal, oh ja. Oh shit, das reicht noch nicht. Ich will die Schrotkanone, aber ich kann sie mir noch nicht leisten, deswegen... Deswegen muss ich erstmal noch warten und kurz ein paar Unterlegscheiben holen. Das Gute ist ja, wir können ja zurück. Ich werde jetzt nur leider gleich die, den Cleaner verwenden müssen, weil hier sowas ist. Allahu Akbar! So, 2 anvisiert und Cleaner. Und normalerweise geht jeder Mill dabei instant drauf. Und jetzt habe ich ein schönes Fahrzeug, nicht mehr eher. Schön an Metal Arms ist ja ähnlich wie bei Halo 1, dass Fahrzeuge unzerstörbar sind. Also man ist zwar... Oh scheiße. Granaten sind der absolute Nemesis von diesem Ding, weil man dabei durch die Luft fliegt. Das ist nicht nett. Allahu Akbar! Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss die Steuerung ein bisschen umstellen, weil... einfach so leichtgängig. Kein anderer Shooter hat so eine leichtgängige Steuerung. Der Sektor ist sicher. Gehen wir weiter. Also vielleicht Call of Duty, wenn du auf Stufe 10 stellst. So, haben wir jetzt da irgendwo Unterlegscheiben herbekommen? Ich glaube nämlich nicht, oder? Also hier oben gibt es meines Wissens nach Raketenwerfer-Muni drin. Schauen wir mal rein. Ja, das tut's. Nehmen wir die doch mal gleich mit.
Da gibt es ein Energieschild und da oben drin, was gibt's da? Gar nichts. Okay. Das ist auch mal interessant. Was habt ihr schon wieder für Probleme? Ja gut, ist aber auch irgendwie klar. Keiner von den Gegnern droppt irgendwie hier Unterlegscheiben. Die droppen alle nur Munition und Energie. Was soll denn das? Ist das ein Bug? Normalerweise droppt mindestens jeder vierte Gegner eine Unterlegscheibe. Also nicht nur eine logischerweise, aber schon wieder keine. Was soll denn das? Ich könnte einen von den... Vielleicht mache ich das auch. Kann ich den hier irgendwie greifen? Komm schon. Lass mich mal kurz in den Müll greifen. Ich krieg's nicht hin, sonst hätte ich jetzt einen von denen in die Lava hier geschmissen. Aber was soll's, dann muss ich's halt so kaputt machen. Du bist aber ein Frechdachs hier. Schau mal, ich brauche keine Energie. Hier liegt überall Energie rum. Ich brauche Unterlegscheiben. Ich will nicht diese Schrotkanone. Los, weiter in den nächsten Bereich, Glitch. Nirgends. Nirgends ist, verdammt nochmal. Wie zum Teufel soll ich denn irgendwas machen, wenn ich nirgends Unterlegscheiben herkriege? Das soll mir mal einer verraten. Wie zum Teufel soll ich hier irgendwas bezahlen, wenn ich keine Unterlegscheiben finden kann? Mann, das ist eine Gemeinheit. Ich glaube, hier oben war der andere Geheimnis. Ich schau schon mal rein. Genau, da drin ist er. Oh, da sind Unterlegscheiben. Yes, endlich! Jetzt kann ich mir eine Schrotkanone leisten. Der Geheimnischip, genau der hier, war es nämlich, den ich beim letzten Videoversuch, das leider dann kaputt gegangen ist. Also zumindest kann ich es nicht, man kann das Detail nicht öffnen, das ist das Problem. Deswegen muss ich das neu aufnehmen, aber wie gesagt, es hat auch das Gute, dass ich jetzt diesen Geheimnischip auch dazu habe. Mein Lieblingsbergmann! Na da, schau her, meine Schrotkanone. Hoffentlich. Papier, yep, da ist sie. Das Schöne ist natürlich jetzt, die Schrotkanone ist munitionstechnisch absolut voll. Auf mich zählen, ich komme mit. Lesen wir das mal kurz durch. Die Schrotkanone feuert Schrapnellladungen ab, die Metallgelenke auseinanderreißen. Sie ist im Nahkampf am effektivsten. Wie in jedem anderen Spiel auch. Und ja, also am Anfang ist sie noch so, naja. Und später wird sie dafür richtig krass. Also die Stufe 3 Schrotkanone, die ist sogar schnellfeuernd. Jetzt haben wir bisher zwei Geheimnischips. Den dritten finden wir hier drin. Und den vierten finden wir dann im nächsten Bereich, welcher dann auch meiner Erinnerung nach der letzte Bereich sein dürfte. Der dritte Geheimnischip ist nämlich hier oben drauf. Aber da oben drauf zu kommen, ist immer ein bisschen tricky. Ah, geschafft. So, hier haben wir Schneidermuni und Atomenergie. Das Problem ist natürlich, dass ich sowohl volle Schneidermuni als auch volle Energie habe. Deswegen brauche ich das immer nicht. Und ich glaube, dann ist das hier der Weg nach oben. Denn genau diesen Weg brauchen wir jetzt. Und guck mal, das sind noch mehr Energie. Und am Ende dieses Ganges finden wir ein Batteriefach, wenn ich mich nicht irre. Ja! Nehmen wir doch mal gleich die Raketen raus. So, da unten ist jetzt wieder ein Stapler. Wo wir gleich wieder einen Cleaner drauf verwenden. Ja. Mein Stapler. So, jetzt wird aufgeräumt, Bitches. Ich bin allergisch gegen Dummheit, Entschuldigung. Deswegen ist das Problem, wenn ich gegen Mills kämpfe, immer allgegenwärtig. Jetzt habe ich drei Batteriefächer, was übrigens auch die genaue Anzahl der Batteriefächer aller Spieler im Multiplayer ist. Wenn man den Wettbewerb anfängt, die Spieler haben auch alle drei Batteriefächer. Natürlich gibt es in der Story später noch ein paar mehr Batteriefächer. Ich glaube, man kann am Ende bis zu 6 Batteriefächer oder so haben. Und auch hier gilt wieder, der Sektor ist am Arsch. Nicht überhaupt nicht sicher, weil da kommen gleich noch mehr Gegner. Und zwar genau da. Aber, wo wir gerade schon dabei sind, würde ich sagen... Nein, verdammt. Ja, da ist nämlich der letzte Geheimnischip. Scheiße! Okay, jetzt muss ich dann doch nur noch ein paar kleine Scheiße hier erledigen.
ganz schön Nerven auftreiben, die ganze Zeit unter Beschuss zu stehen hier, weil der Controller die ganze Zeit durchvibriert. Na gut, ich meine, ist ein bisschen natürlich auch meine Schuld. Ich hätte ja auch Rumble ausschalten können, aber ich will schon wissen, wann ich beschossen hätte. Und wann ich schieße. Ich will auch spüren. Jetzt sterbt endlich! Okay, irgendwie schaut das Ganze gleich ein bisschen komisch aus. Steckt die HD-Pfeffer nicht drin, was ist los? Okay, jetzt haben wir alle vier Geheimnischips aus diesem Level und wir werden noch den Tempo-Chip schaffen, wenn das nicht super. Wobei, den Tempo-Chip habe ich ja, glaube ich, bereits erhalten im letzten Mal. So, Kontrollpunkt, jetzt kommt der letzte Gegner, der Boss-Gegner sozusagen in diesem Level, wenngleich der eher ein Mini-Boss ist. Das ist nämlich der hier. Also ich würde es nicht unbedingt garantieren, dass es die gefährlichsten Mill-Einheiten im Spiel sind, aber die Mill-Wächter, wie sie im Handbuch heißen, sind auf jeden Fall nicht ungefährlich. Sie sind im Nahkampf besonders lustig. Ich zeig es mal kurz. Das macht er nämlich im Nahkampf. Und vom Design her muss ich sagen, sind das wohl so ziemlich die coolsten Roboter, die ich jemals in irgendeinem Videospiel gesehen habe. Also da, an die kommt nichts ran. Ja, das war das Level. Saubere Sache, Junge. Gut gemacht. Was hatten Sie erwartet? Bin gerade erst warm gelaufen. Na, aber echt, ey. Feier mit Schmieröl satt, ist es noch zu früh. Es gibt immer noch viel zu tun. Dieser Mildreckskerl Flax ist entkommen. Wenn der Rostflug verrät, wo Druidenheim liegt, stecken wir bis zu den... Stur nicken, Glitch. Einfach stur weiter nicken. Unser Geheimdienst meldet, dass unser Schrottplatz-Mehlkumpel wahrscheinlich zum Mehlkraterlager auf der anderen Seite... Besonders einfallsreich sind die Animationen ja nicht, aber... Ist. Du musst ihn aufhalten, Junge. Ich habe eben ein erobertes Mehlfahrzeug repariert. Einen SEP. Schneller Einsatzpanzerwagen. Er bringt uns ratzfatz zur Anlage. Sauber, Opa. Du, Junior und der König. Sauber, Opa, vor allem, ne? Und haltet den verdammten Grunzer auf. Ja, ja. Wenn das Lager erreicht, gebe ich weitere Befehle durch. Bewegung! So. Damit haben wir das wieder geschafft. Schauen wir mal. Tempo-Chip hatte ich bereits. Gut, also in diesem Run hätte ich jetzt alle vier Geheimnischips und den Tempo-Chip erhalten. Genau, damit haben wir jetzt noch 30 Chips, 10 weitere fürs nächste Multiplayer-Level. Und beim nächsten Mal kommt das Level Einödendonner, was ich schon zuvor aufgenommen hatte, weil ich ja in einem Run alle Sachen aufgenommen hatte. Und das später herausgefunden habe, dass dieses Level irgendwie nicht zu öffnen war, das Video. Ja, demzufolge freue ich mich aufs nächste Video. Da wird SCP gefahren, wird ein etwas kürzeres Video, aber trotzdem lustig. Und bis dahin, macht's gut und stay heavy. Hey, vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns riesig über einen Daumen hoch freuen und natürlich auch über jedes Abo. Wenn ihr unserem Kanal helfen wollt, könnt ihr unsere Videos auch teilen. Ihr wollt noch mehr von uns sehen? Dann schaut doch auf unserem Kanal vorbei. Viel Spaß beim Weiterschauen und einen genialen Tag wünscht euch Super Squad Gaming!